So, da sind wir auch schon wieder zurück. Nämlich im Shop hat sich noch was getan. Aber dazu gleich. Kurz nur die Info für alle die, die irgendwelche Skins oder so gewinnen wollen. Kurze Info: Bei mir in den Livestreams werden halt Skins verlost. Aber immer unter bestimmten Voraussetzungen. Sag ich mal, ich habe jetzt als Ziel 100 Zuschauer, was natürlich hochgegriffen ist. Aber jeden Stream, den ich starte, mache ich einen Zuschauer weniger. Also verlost wird er definitiv. Bei meiner ersten Verlosung hatten wir als Spitzenzeit 5, also fast 50 Zuschauer. Von daher habe ich die Latte jetzt mal ein bisschen höher gehangen, weil wir sind ja auch mehr Abonnenten geworden. Aber für alle Neuen, wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren. Wie gesagt, ich lade jede Aufgabe hoch. Dann den Shop lade ich jeden Tag hoch, immer zu unterschiedlichen Zeiten, wegen arbeitsbedingt. Also nachts kriege ich es irgendwie nicht auf die Reihe aufzustehen und da den Shop zu machen. Ich muss um 5 Uhr morgens aufstehen, dann PC steht noch im Schlafzimmer. Von daher kann ich das leider nicht machen, sonst ist meine Frau nämlich wach. Gruß geht auch an der Stelle raus. Aber was jetzt zu den Skin-Gewinnen führt. Kurze Info, einfach eine Freundesanfrage schicken. Wenn du nicht weißt, wie das geht, einfach yt-family-pack genau hier eintragen und dann hinzufügen. Ihr wisst ja, sich selber kann man nicht befreunden. Das hat nämlich folgenden Grund. Hier den Shop habe ich euch ja eben gezeigt. Als Geschenk kaufen ist nämlich dann nicht möglich, weil diesen Leuten könnte ich jetzt das Geschenk nicht schicken. Ihm ja, könnte ich, aber da nein. Deshalb die Freundschaftsanfrage ist auch besser, wenn du im Stream bist und willst mit mir ein bisschen mal zocken. Wie gesagt, auch das wird dann ausgelost. Da wird dann einfach der Zufallsgenerator zuschlagen, wer dann mit mir im Du spielt. Von daher, auch da lohnt es sich natürlich, weil ihr wisst ja, dann geht alles ein bisschen schneller. So, warum ich dieses Video mache, ist, Achtung, dieses kleine, aber schöne Paket. Also ich will nicht wissen, wie viele sich das gönnen. Weil, ich lese jetzt nicht links das vor, ihr bekommt in Anführungszeichen für 30 Euro, warte, kurz gucken, 30 Euro, 30 Euro sind, nehmen wir mal die goldene Mitte, sagen wir mal, ja, 5 Euro dabei, sind circa, ja, 3.500 V-Bucks, sage ich jetzt mal ganz grob. So viel bekommt ihr halt für 30 Euro. Hier bekommt ihr für 30 Euro ein Skin, noch ein Skin, noch ein Skin. Das passende Rückenaccessoire zu ihr, passende Rückenaccessoire zu ihm, passende Rückenaccessoire zu ihr, also die Gitarre. Dann gibt es für ihn die passende Spitzhacke, für sie die passende Spitzhacke und für sie die passende Spitzhacke. Das war's aber noch nicht. Für ihn die passende Lackierung, für sie die passende Lackierung und für sie die passende Lackierung. Also ganz ehrlich, ich meine klar, 30 Euro ist eine Menge, Menge Geld. Dafür kann man sich schon irgendwelche Premium-Spiele kaufen, die zwar schon einen Tick älter sind, sagen wir mal ein halbes Jahr, ja. Aber hier bekommt man im Verhältnis zu sonst zum Shop für 30 Euro eine Menge. Im Prinzip drei Skins, drei Rückenaccessoires, drei Spitzhacken und drei Lackierungen, die immer noch jeweils auf den passenden Skin abgestimmt sind. Und ganz ehrlich, die Spitzhacken kann man eigentlich nehmen für jeden. Geht immer so in eine gewisse Richtung. Gut, die Flügel, ja, da lässt sich drüber streiten. Gitarre, ja, da brauchst du halt auch einen lilanen. Und das Rückenaccessoire von dem ersten hier vorne, hier diese Cap. Ja, aber wenn du einen relativ dunklen Skin hast, passt das eigentlich auch. Und die Flügel passen auch eigentlich zu jedem dunklen Skin. Also 30 Euro ist natürlich eine Hausnummer, aber hier bekommt ihr halt wirklich einiges. Wenn ihr euch überlegt, für einen legendären Skin bezahlt ihr quasi, warte, wir gucken nochmal, 2000 V-Bucks, grob 20 Euro. Sag ich jetzt mal 19 Euro noch was. Für einen Skin. Nur der Skin. Eventuell noch mit Rückenaccessoire, das kam ja inzwischen noch dabei. Aber hier das Angebot ist echt nicht schlecht. Also wer die 30 Euro übrig hat, boah, das Problem sind halt 30 Euro. Aber wer eh immer wieder Skins kauft, hier hast du direkt drei Skins, drei Rückenaccessoire, drei Spitzhacken und drei Tarnungen. Selbst ich bin da überlegen, aber ich bin da ehrlich.
Das Problem ist einfach, ja, du gibst 30 € aus. Die Frage ist, wie lange spielst du die? Ist halt generell mit dem Shop immer so eine Sache. Wie lange spielt man die? Aber wir wissen auch, die kommen nie wieder. Das ist halt auch so eine Sache. Ist halt schwer zu entscheiden. Da rede ich euch auch nicht rein, aber denkt dran, 30 € ist eine Menge Geld. Aber ich kenne inzwischen viele, die spielen wirklich nur noch Fortnite. Die haben sich im Jahr sonst immer 3, 4 Spiele geholt. Ich spiele nur noch Fortnite. Weil, ja, das Spiel ist halt immer aktuell. Ist halt genauso wie zur damaligen Zeit, wo ich WoW gespielt habe. WoW, du bezahlst einmal das Spiel, du bezahlst zwar die monatlichen Gebühren, aber du hast ein Spiel, was konstant Update bekommt, was immer wieder was Neues kriegt. Also was generell, die Spielphysik wird sich ändern und hast du nicht gesehen. Klar, das Prinzip ist immer noch dasselbe. 100 Leute, eine Map, kannst schießen, kannst looten und kannst bauen. Von daher, klar, ändert sich da nicht wirklich was, aber so grundlegend, ich denke mal, die meisten wissen, was ich meine. Also wie gesagt, mit dem Paket hier müsst ihr halt einfach selbst entscheiden. Ich finde es relativ gut und man bekommt wirklich viel für sein Geld. Weil wenn du so willst, bekommst du 3, 6, 9, 12 Gegenstände. 12 Gegenstände für 30 €. Also ich denke mal, das Paket werden sich schon einige holen. Allein schon von der Masse her, was man bekommt. Und ich finde ganz ehrlich, außer die Gitarre. Die Gitarre ist wirklich das Einzigste. Und der Skin an sich. Sagen wir, die Gitarre und der Skin. Ist das Einzigste, was mir nicht so gefällt. Aber der Rest ist im Spiel komplett brauchbar. Weil die könnte vielleicht ein Tick zu hell sein. Aber müsste eigentlich auch noch klar gehen. Also, wie gesagt, nur kurzes Infovideo, dass ihr wisst, dass ein neues Paket da ist. Wenn der ein oder andere wieder Geld zu viel hat, ich würde ja gern sagen, tragt meinen Creator Code ein, aber ist ja nicht möglich, da Epic Games da noch ein bisschen rumzickt. Aber da stehe ich im E-Mail-Kontakt, zwar im relativ schlechten, weil sie mir einfach nur sagen, ja, irgendwas stimmt mit deinem Kanal nicht, was nicht unseren Regeln entspricht. Das ist die Aussage. Wer sich mal damit befasst hat, da stehen circa 9 Regeln plus noch irgendwie ein paar Sachen. Also, es könnte rein theoretisch sein, dass ich zu schnell Follower bekomme. Es könnte auch sein, dass ich mit euch die Gewinnspiele mache. Das wäre natürlich eine böse Sache. Oder angeblich könnte es auch sein, dass ich irgendeinen imitiere. Da frage ich mich zwar, wen ich imitiere, aber naja, weil dann imitieren wir uns in Anführungszeichen alle auf YouTube. Hier erfindet keiner mehr das Rad neu auf YouTube. Zwar, es geht immer in eine andere Richtung, aber immer ein bisschen besser, schlechter, je nachdem. Aber ihr wisst ja, Geschmäcker sind verschieden. So, genug gelabert jetzt hiervon. Euch viel Spaß. Überlegt es euch. Also, wenn ihr eh Geld ausgeben wollt, dann würde ich das Paket nehmen. Wenn euch die Skins einigermaßen gefallen, die Tarnung oder die Spitzhacken oder die Rückenaccessoires oder die Skins. Also, hier ist die Auswahl wirklich riesig. Und ich würde sagen, in dem Sinne, haut rein und viel Spaß.